Während der Corona-Krise sind viele Menschen in soziale, in wirtschaftliche, in existenzielle Not geraten. Menschen hier in Deutschland, Menschen in Europa, das gilt aber auch für Menschen weltweit. Die deutschen Bischöfe und die kirchlichen Hilfswerke haben deshalb zu einer Solidaritätsaktion aufgerufen, die insbesondere auch der Menschen in den afrikanischen Ländern, in den südamerikanischen Ländern und in Asien gedenken soll. Am 6. September soll in allen Gottesdiensten der Menschen in Not während der Corona-Krise gedacht werden, soll für sie gebetet werden. Die katholischen Schulen im Erzbistum Hamburg werden sich dieser Solidaritätsaktion anschließen. Was haben wir vor? In der Woche vor dem 6. September wird das Friedensgebet, das wir an jedem Donnerstag oder an einem anderen Tag in allen katholischen Schulen beten, zum Thema haben die Solidarität mit den von Corona betroffenen Menschen weltweit. Und alle Schülerinnen und Schüler, alle Lehrerinnen und Lehrer, wir auch in der Abteilung Schule und Hochschule, werden uns diesem Gebet anschließen. Es wird zusätzlich Unterrichtseinheiten geben in allen katholischen Schulen, im Politikunterricht, im Religionsunterricht, in anderen Fächern, wo informiert wird über die Situation von betroffenen Menschen weltweit und wo über deren Lage diskutiert wird und überlegt wird, wie man sich solidarisch zeigen kann. Und schließlich und drittens wird zu einer Spendenaktion aufgerufen, die über die kirchlichen Hilfswerke den Menschen in den betroffenen Ländern zugutekommen soll. Ich hoffe sehr, dass diese Solidaritätsaktion eine große Resonanz an unseren katholischen Schulen findet. Dafür möchte ich werben, dass möglichst viele diese Solidaritätsaktion unterstützen, dass Menschen, die von der Corona-Krise in besonderer Weise weltweit betroffen worden sind, Unterstützung erfahren.